Ja, Link, es ist das legendäre Masterschwert und es ist für dich bestimmt. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Du musst noch wachsen. Leute, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild und im letzten Part sind wir dem Deku-Baum begegnet. Mann, ist der alt. Ich habe schon überlegt. Ihr wisst ja, in Ocarina of Time, der Deku-Baum stirbt, hinterlässt einen Spross und der Spross ist auch der aus The Wind Waker. Ist jetzt aber auch die Frage. In Wind Waker ist der Deku-Baum ja sehr jung und der hier ist wieder steinalt. Ich weiß nicht, wie alt so ein legendärer Deku-Baum wird, aber könnte der wirklich über Tausende, Zehntausende Jahre überdauern? Ist er vielleicht genau der aus The Wind Waker oder auch nur irgendein Spross, der danach kam? Was möglich ist, aber ich stehe auf so Superlativen, dass es derselbe ist und so. Naja, und auch, dass Link genau auf das Masterschwert draufschaut. Seit wann macht Link das, hä? Also auf Sachen schauen, die er interessant findet? Seit The Wind Waker. War damals eine große Neuerung. Leute, ich war im letzten Part hier, habe auch den Dungeon erledigt. Hier den Kyo-U-Schrein mit den Sternen. Sterne habe ich gerne. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir gehen nach Kakariko. Oder zumindest in die Nähe. Denn was ich damals nicht gemacht habe, hat Hino. Verirr mich schon, da ist Kakariko. Was ich damals nicht gemacht habe, weil ich es nicht wusste. Hier in der Nähe befindet sich etwas Wichtiges und da sollten wir mal hingehen. Machen wir das doch direkt. Ich würde mich dann aber auch gerne umkleiden. Ich habe mich ja umgezogen, weil es hat gewittert und ich wäre fast weggepritzelt mal wieder. Das wollen wir nicht. Aber ich habe mich entschlossen, das Heldengewand anzulassen, das blaue. Und nur drumherum die Rüstung, obwohl wir uns ein Hateno ja ausgerüstet haben im vorletzten Part. Nichtsdestotrotz, ja. Ist halt einfach besser, das Heldengewand, was ich gerade anhab. Was den Rest angeht. Ja, Schild, wenn ich mir das Richtige in die Hand nehme. Das ist in meinen Augen beste und seidigste. Ja, das Hemd ist halt Stärke 5. Man kann die Stärke der Gegner sehen. Wird's beste sein. Dann haben wir hier dieses geile Königs-Zweihänder-Schwert im letzten Part entdeckt. Was die Ausrüstung angeht. So. Da wollte ich hin. Ja, gibt's stylischeres, aber ich fühle mich so eigentlich ganz gut gewappnet. Ist eine schöne Sache. Wie ich hörte. Alter, was ist das denn? Jetzt bin ich schnell genug für die Kamera, ne? Ich glaube, das wäre mal interessant gewesen. Das war bestimmt was Seltenes. Gehen wir einfach. Es leuchtet immer noch. Was ist denn das? Nee, das ist ein. Das ist nichts Besonderes. Verdammt! Was ist mir da entwischt? Schreib's in die Kommis. So, oh, Feen, Alter. Wunderschöne Feen und Schleichtglöckchen. Schleichtglöckchen, klingelingeling. Schleichtglöckchen, klingelingeling. Was zum Teufel? Untersuchen. Wundersame Stimme. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Lieber nicht. Das ist wirklich, wirklich schade. Ja, okay. Du, junger Mann, bitte hör mich an. Ja, gern. Ich bin die große Fee, Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Es geht immer nur ums Geld. Verdammte Materialisten, ey. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, voll die Hand, riesig, dann gib sie mir, schnell. Um meine Kraft wiederzuerlangen, brauche ich 100 Rubine. Tja, dann. Wow! Voll gecrappt. Danke, meine Retter. Oh, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Was zum... Okay, jetzt klingt die Stimme weiblich. Eben gerade so...
Ja, bei den großen Feen weiß ich bei Zelda nie so recht, was ich davon halten soll. Oh Mann. Besonders hübsch ist sie nicht. Nee. Was für ein Gefühl, nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß, ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Habe ich denn das Zeug? Das kann ich verbessern. Benötigt Dreckengewand, Prinzessin Enzian. Ah! Das benötigt auch noch das Zeug, was ich beim Masterschwert eingesammelt habe. Ja, dann Prost Mahlzeit. Dafür brauchst du zum Beispiel noch Bockblinherz. Aha. Ja, gut. Ah, ein Reckengewand. Ja, das müsste klappen. Ah. Und los. Und was heißt jetzt verbessert? Achso, von 5 auf 8. Ein Gewand für die 5 ausgewählten Recken, das dem Träger die Stärke von Monstern verleiht. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch die andere Kleidung verstärken, aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast. Oder wenn du meinen Schwestern geholfen hast. Bis später. Bye. Tschüss. Ah, die hat noch Schwestern. Not im Ernst. Muss das? Schleichglöckchen gibt's genug hier, ey. So, was machen wir? Was machen wir als nächstes? Also, ich habe noch ein paar Sachen. Auch ein Foto wüsste ich ab. Ohne dass ihr mich jetzt schlagt, will ich noch Türme aufdecken. Ja, komm! Ey, 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 haltet euch zurück! Oh mein Gott, Shitstorm! Ich sag euch mal eines: Es wurde schon viel kritisiert bei mir, von wegen, ja, du spielst Zelda, so scheiße, Mann, ey. Ich habe von Anfang an das Spiel Zelda Breath of the Wild zum einen so wahrgenommen. Dadurch, dass man unbegrenzte Möglichkeiten hat, dass jedes Let's Play anders ist. Von jedem Let's Player, damit man möglichst verschiedene Sachen schauen kann und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich mich auch bewusst irgendwo abgrenzen. Sag ich mal, wenn man erstmal die Gebiete aufhat und ich sag mal, überall so hin kann, mehr oder weniger, dann hat das auch was für mich. Weil ich will auch erstmal zeigen, wie groß die Welt ist, weil das hätte es auch verdient. Gesagt und gezeigt zu werden, wisst ihr? Wird schon alles. Wir kümmern uns. Geschossen, deswegen muss ich runter. Also im Ernst, Leute. Jeder hat ja so seine eigenen Steckenpferde. Ich gebe ja zu, dass Zelda nicht mein Metier Nummer 1 ist, sondern das sind Jump'n'Runs. Schimpfenrund. Was mich am meisten nervös macht, bin ich ganz ehrlich bei diesem Spiel, die enorme Größe. Ich bin ja generell immer, naja, ein bisschen distanziert von Zelda, weil Zelda-Let's Plays, die sind halt nicht in 10, 20 Parts gegessen. Das dauert halt. Und so lässt sich sowas ja, eher schwer einschieben. Meine Lieblings-Zeldas sind und bleiben Majora's Mask und Wind Waker. Vielleicht auch die Qualität von Breath of the Wild hier nicht absprechen kann. Das ist halt etwas immer Geschmackssache. Genieß es aber trotzdem. Oh, hat er mich erwischt, die Sau. Wo starte ich denn jetzt wieder? Glaubt also nicht, dass ich irgendwie genervt bin oder so. Ich spiele halt nur anders, ne? Ich spiele, wie ich denke. Nehmt mir das nicht übel. Ich will auch nicht am jeden Tag 2, 3 Parts raushauen. Weil, das klingt jetzt blöd und es tut mir leid für alle Zelda-Fans, Zelda bei mir nicht die höchste Priorität hat. Was? Jetzt bin ich hier?
Was? Nichts gespeichert die ganze Zeit? Hä? Alles nochmal? Weilbaum? Es ist wunderbar. Ich freue mich in Ast ab, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mach's genauso wie eben. Wir sehen uns beim Turm, wenn ich versuche, zum anderen Turm zu kommen. Das ist jetzt ein bisschen... Das war doof jetzt. Egal. Hallöchen! Rumi. Jetzt habe ich's abgeknipst bekommen. Was es genau ist, keine Ahnung. Hey, dass nichts gespeichert wurde. Naja, bis gleich, wie gesagt. Gut, auf ein neues, oder? Ich stehe ein bisschen mehr zu der Seite. Keine Ahnung, die ganzen Wächter gehen mir gehörig auf den Keks. Ich muss nur schnell sein. Ich habe ja eine gute Ausdauer. Hinhören. Explosive Sache das. Da hinten bestimmt schon wieder ganz anders aussehen. Andererseits gehen wir so auf den Schnürsenkel hier. Jetzt hat mich keiner auf dem Kieker gerade, ne? Das ist gut. Vielleicht habe ich mich von dem Gesocks gelöst. Vor allem... Mal gucken, wie ich da hochkomme. Oh, das scheint ja ein Weg zu sein. Bin gespannt, was dieser Turm da für eine Besonderheit bietet. Hier rechts bin ich abgekratzt. Das sieht man auf der Minimap. Klar. Der Weg hier ist prädestiniert. Oh, schön, schön, schön. Er ist immer noch weit weg. Er ist immer noch weit weg. Sagte niemand, dass es einfach wird. Sind auch verdammt nah am Schloss, wenn ich das so sagen darf. Was will er denn? Ach du Scheiße. 144. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen mag. Vor allen Dingen. Was zum Teufel machen die da? Was ist das? Hat das irgendwie mit einem Krog zu tun oder was soll... Was soll das da? Nee, hebt er nochmal Energie auf. Ich mach's mal wieder knapp, aber das wird schon gehen. Die Ungeduld, Leute. Ich sollte mal wieder die Ausdauer erhöhen. Warum auch immer. Die Sonne geht ja schon langsam wieder auf. Verschwindet bloß. Ein Schrein in der Nähe. Fürs Aktivieren bin ich immer zu haben. Ich sehe nur gerade nichts. Die Richtung stimmt. Dann tut's mir leid, ich will da jetzt auch nicht runterkraxeln oder so. Viele Schreine sind auch affig versteckt, ne? Hinter Felswänden und hast du nicht gesehen. Kann schon fies sein. Aber es gibt doch genug offensichtliche.
Ob der Turm gut bewacht ist? Im nächsten Part machen wir wieder Fotos. So viel sei verraten. Link, das kriegst du hin, ne? Yeah, yeah. Ich bin gerade besser von dir erhofft. Egal. Ist ja nie irgendeine Stelle zum Klettern oder so ganz katastrophal. Naja, obwohl, was heißt nie. Aber meistens ist alles gut erreichbar. Gar nicht so wild. Mit der Ausdauer waren wir gerade richtig. Weniger würde mich nerven. So kommen wir klar. So. Nicht mehr lang, Leute. Ich bin dran. Eigentlich nach dem, was wir schon alles gesehen haben, kann der Turm mich gar nicht mehr groß schocken, oder? Du hast gesagt, er sieht nach Wasser aus, aber... Ich traue dem Braten noch nicht so recht. Krasse Ebene. Ich traue dem Braten nicht so recht. Ich werde es von dem Berg aus probieren. Hat also einen kleinen Umweg, aber... Cool, der ist echt weit weg. Das sind Gefahren im Wasser, oder wie? Speicher mal ab. Und dann heißt es Geronimo. Stehe. Kann ich denn hier? Sehr gut. Der Hügel, aber die wollen mir ins Leder. Das Problem ist, ich kann mich halt nicht erholen hier. Pfeif dir mal was rein. Du wirst doch noch irgendwas Gutes im Petto haben, oder? Kochobst, Kälte aushalten. Schütze dich vor elektrischen Schlägen. Einmal hauschen wir aber das noch rein, haben wir noch. Kochzutat. Ach, hier ist ein... Ah, sehr gut. Muss halt nur überleben. War da nicht was von wegen schützig vor elektrischen Schlägen? Dann probieren wir das so. Liebe Leute. Nur Geduld, nur ruhig. Alles goodie. Ladezeiten sind harte Zeiten. Wird schon. Man kann schlimmere Fehler machen im Leben. Auf dem Präsentierteller, ja. Ist doch wohl okay. So, warte. Ja, okay. Pass auf. Wir machen das beides. Schütz dich vor elektrischen Schlägen und füll die Energie auf. Echt gute Bewacher hier, die Kumpels. Na klar. Warum gewittert das schon wieder? Voll nervig, Mann.
Ich weiß jetzt nicht genau, was alles verwerflich ist von meinen Sachen, ja? Aber dann ziehe ich mich halt wieder um, zumal das hier auch besser zum Klettern ist. Genau. Weißt du was, wir saven hier. Ihr mögt mich dafür auslachen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber ich merke schon, wir kommen hier hoch und das ist mir gerade die Hauptsache. Tram! Ah, nein, du wolltest. War nicht so gewollt. Meine Intention war, noch nach rechts hoch zu jumpen. Schade. Ich hatte schon überlegt, vielleicht schaffen wir heute zwei Türme, den dahinter auch noch. Nee. Sieht nicht so aus. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aha, auf einmal ist das Wetter ganz anders. Und die Typen haben uns auch nicht bemerkt gerade. Doch. So schnell nach oben, das kriegen die gar nicht spitz, Alter. So, denke, wir hätten's. Juhu! Ein weiteres neues Gebiet. Die Gebirge, ja. Ich hörte ja vom Ende der Welt, also wo das Spiel nicht mehr weitergeht. Das sind so gigantische Gebirge, dass man die nicht erklimmen kann. Ich glaube, das hat mit diesem Gebiet noch nichts zu tun. Steinigt mich mal wieder dafür, dass ich Türme erkunde. Aber ich habe daran Spaß. Ich freue mich erstmal einen Ast, wenn ich alle Gebiete aufgedeckt habe. Und dann sehen wir weiter. Da kann ich mich von Turm zu Turm teleportieren, Dungeons suchen und alles komplettieren, zusammenlöbeln. So sieht's nun mal aus. Das fehlt noch, das fehlt noch. 5 Gebiete noch. Ja, 5 Stück noch. Aber im nächsten Part erstmal weitere Fotos. Fotos, genau. Seid dabei, würde mich freuen. Dann danke fürs Anschauen und bis dann und ciao.